So, da bin ich wieder. Heute mit einem neuen kleinen Messer, das man wirklich jeden Tag auch dabei haben kann. Stichwort EDC. So sieht es aus. Man kann sagen, ungefähr fingerlang. Und hat eigentlich nur drei Funktionen. Die erste ist ein Flaschenöffner, ein Kronkorkenheber. Die zweite ein Korkenzieher. Dieser ist auch wirklich schön gearbeitet, weil der eben eine echte Spirale hat und nicht wie manchmal so eine Schraube mit aufgedrehter Schraube sozusagen. Also wir haben keinen sehr, sehr starken inneren Kern sozusagen, sondern es ist halt wirklich, wie man sich einen Korkenzieher eigentlich klassisch vorstellt. Das ist die zweite Funktion. Die dritte und die wichtigste ist natürlich das Messer. Kleine Besonderheit bei diesem Teil ist, manch einer erahnt es vielleicht sogar schon, das ist handgefertigt, ist Handarbeit, nicht von mir. Leider. Aber es ist demzufolge auch kein Edelstahl, wie man das hier an der Klinge vielleicht schon sehen kann. Nichtsdestotrotz unglaublich scharf. Den Rasiertest mache ich jetzt damit nicht nochmal, auch wenn es geht, aber so ganz ohne Haare am Arm sieht irgendwann dann auch wirklich albern aus. Ich habe hier eine kleine Tomate. Papier wollte ich nicht nehmen, das kann ich nicht essen. Eine Tomate kann ich essen. Ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt hier durch, um mal zu zeigen, wie sauber das eigentlich ist. Ich hoffe, das Licht kriegt das jetzt eingefangen. Ja. Da reißt also nichts. Jetzt mache ich einen weiteren Schnitttest. Ich muss zugeben, ich habe das vorher nicht probiert. Hätte ich mal machen sollen. Nein, also man sieht auch hier, wie dünn diese Scheibchen zu schneiden sind. Ja, ist natürlich kein Messer für grobe Spaltarbeiten beim Holz, sondern wirklich eher was fürs Kleine, um mal ein bisschen was zu schnitzen, um vielleicht Lebensmittel zu zerteilen oder vielleicht den ein oder anderen Stock auch noch anzuspitzen. Feuerholz würde ich mit diesem kleinen Ding jetzt wirklich nicht bereiten wollen. Ja, so viel von mir dazu. Kleines, aber feines Messerchen. Das sind übrigens diese kleinen Cherry-Tomaten. Nur nochmal als Größenvergleich. Das war's von mir für heute. Bis bald.